Hallo ihr Lieben, ich war heute beim DM und ich wollte euch schnell mal zeigen, was ich da geholt habe. Es ist relativ haushaltslastig, aber ich hoffe, es interessiert euch auch. Also ich habe zum Beispiel diese Boxen mitgenommen, die gab es diesmal wieder mit Orange von Denk mit, die Allzwecktücher. Ich nehme die ja ganz gerne, gerade auch wegen den Katzen. Da braucht man ab und zu mal so Tücher. Dann habe ich so Zuschnitte mitgenommen von Profissimo Backpapier. Ja, ich glaube, die haben jetzt 85 Cent gekostet. Ich glaube, das ist wirklich ein guter Preis. Keine Ahnung, was die im Edeka kosten. Hab die gesehen und da habe ich gedacht, die nehme ich dann halt mal mit. Von Profissimo Kleidermotten Duftsäckchen. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich möchte die gerne zu meinen Kaschmirpullis packen, wenn die jetzt im Winter in den Schrank verstaut werden, weil ich immer mal so ein bisschen das Problem habe, dass ich so kleine Löchelchen habe. Allerdings weiß ich nicht, ob es wirklich Motten sind, aber es kann ja nicht schaden. Dann habe ich gesehen, dass die Juti-Masken im Angebot sind. Paradise Punch Tuchmaske, die hatte ich glaube ich schon mal und ich fand die recht gut, wenn ich mich richtig erinnere. Und die habe ich gleich dreimal mitgenommen für 80 Cent. Ja. Und eine neue, die kenne ich noch nicht, von Balea Fruity Rainbow mit Wassermelonenextrakt, Kirschextrakt und Hyaluron. Klingt auf jeden Fall gut, duftet sicher schön und ist halt so ein bisschen, ja, Wellness, ne, Entspannung. Dann habe ich mitgenommen von Colgate Sensation White. Da bin ich mal gespannt. Ich meine, ich hätte die, also ich meine, es wäre die gewesen, in einem Video gesehen, die wäre sehr, also hätte was gebracht. Das wollte ich mal ausprobieren. Die soll wohl dafür sorgen, dass die Zähne etwas weißer erscheinen, was mir ja reichen würde. Ich habe nicht so weiße Zähne, das ist immer ein bisschen blöde, weil ich kann es ja nicht ändern. Von Darf habe ich aufgerüstet, das Go Fresh Granatapfel, habe ich mir gleich zweimal mitgenommen. Muss ich mal wieder aufrüsten, ne? Meine sind bald alle aufgebraucht. Hatte ich ja doch eine ganze Menge und sie sind ziemlich weg. Von Jo & Len gibt es einen Aufsteller im Moment. Und zwar Duschgel für ein belebtes Hautgefühl. Ich habe genommen Mango Maracuja. Es gab auch noch Kokos Vanille, habe ich auch überlegt. Aber ich habe dann gedacht, ich nehme nur eins mit. Ich habe ja noch so viele. Ich habe jetzt vorhin mal dran geschnuppert. Es riecht sehr schön frisch. Ich bin sehr, also super gespannt drauf. Freue ich mich. Werde ich auf jeden Fall im Sommer testen. Von Schwarzkopf habe ich ein Glossing mitgenommen. Brillance Glanzbehandlung mit Anti-Gelbstich. Ja, hält bis zu 4 Haarwäschen, steht drauf. Für kühles Blond. Jetzt geht die Kaffeemaschine aus, ist ja klar. Ich bin sehr gespannt, ob das bei mir was bringt, ob man das bei mir sieht. Ich bin mittelblond eigentlich und nicht hellblond. Aber ich bin schon so ein bisschen gelbstichig in letzter Zeit. Also die Färberei, ne? Diese Rotpigmente, die bleiben halt immer lang im Haar. Und ich hoffe, dass ich die ein bisschen überdecken kann. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. 5,95 Euro, glaube ich, kostet das. Also ist jetzt auch nicht so billig, aber ich habe gedacht, einmal kannst du es testen. Ja, hier sind die anderen Masken. Dann habe ich nochmal Allzwecktücher, Coconut Kiss. Ist ja so mein Ding, Kokosnuss, rieche ich sehr gerne, ne? Kokosnuss und Orange. Und es gab, glaube ich, auch noch irgendwelche Blüten, Lavendel oder so, aber das mag ich nicht so. Ich bin kein Blütenfan. Dann habe ich mitgenommen von Mivolis einmal einen sterilen Wundverband, wasserdicht. Und zwar sind das 5 Stück, 8 × 10 cm. Und Aqua Pflaster Stripes, die sind etwas kleiner. Irgendwo stand es 4×3 und 4×6, glaube ich. Ja. Ja, mal schauen. Die hatte ich gestern, also das war nicht der Pack, es war mein Alter. Vielleicht war er einfach auch schon ein bisschen älter. Der hat nicht so gut gehalten. Aber ich habe gedacht, ich hole mir mal neue. Und ja, jetzt habe ich auch noch kleinere mitgenommen. Ich hatte nämlich hier wieder eine OP. Und die großen sind vielleicht einfach an dieser Stelle auch ein bisschen schwierig, weil der Arm halt nun mal diese Kurve macht, ne? Und dann hält das nicht so gut. Vielleicht wären da die kleinen besser gewesen zum Duschen oder Baden, je nachdem, wie gut es hält. Zum Baden habe ich auch was mitgenommen, und zwar von Balea Magic Fairy Tale, die Badekristalle. Die sind auch rausgegangen. Ich glaube, für 40 Cent habe ich 2 Stück mitgenommen. Die duften relativ süß. Ja. Aber gut, also wirklich ganz schön.
Taschentücher durften auch noch mit, habe ich gesehen, sind leer. Habe ich mich von der Verpackung leiten lassen. Ne? Alles, wo ein Schmetterling drauf ist, schreit nach mir. Ich liebe Schmetterlinge. Ein Haarspray durfte mit. Da gab es im Moment wieder Coupons für, Entschuldigung, für Bella Deluxe. Ich habe das sensitiv genommen. Ich hatte das, glaube ich, auch schon und fand es gut. Normal nehme ich das normale Bella sensitiv. Ja, ich habe gedacht, ich teste mal wieder das hier. Habe aber auch nur eins mitgenommen, weil ich es ausprobieren wollte. Ein All-Time-Favorite, Sportness, Protein, Schoko, Waffel, Sticks. Ne? Man darf sich natürlich nichts vormachen, die Dinge sind klein und trotzdem relativ kalorienreich. Aber ich mag sie halt. Ne? Und ich denke mir immer, wenn man schon was nascht, dann lieber was mit Protein. Ja. Außerdem durften noch zwei Katzenfuttersorten mit und das war's dann auch. Einmal Junior reich an Pute und an Huhn. Das frisst meine Seniorin sehr gerne und habe ich extra für sie mitgenommen, weit weg vom Junior, aber das ist besser scheint wie das Senior. Ich weiß nicht, vielleicht weil es nicht so breiig ist und in mehr Stückchen. Die Katzen sind auch eigen und ein bisschen näkelig. Ja, genau. Es ist nicht wie beim Hund, die Katze ist nicht wie der Mensch, gell? Ja, und das war es jetzt von mir heute. Erzählt mir doch mal, was ihr euch gerne beim DM holt, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, und ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, ihr habt ein wunderbares Wochenende. Wünsche euch eine tolle Zeit, gutes Wetter, genießt es und bis bald. Ciao!